Ich habe jetzt heute Abend Ihnen hier ein Buch mitgebracht, das wirklich hochspannend ist, was ich unheimlich gern gelesen habe. Und ich gebe es zu, ich habe ob des Titelbildes danach gegriffen. Es ist eines der, ich sage das jetzt mal in Richtung Verlage, ein Paradebeispiel dafür, wie man es machen sollte. Titelbild stimmt mit Inhalt. Und gerade oft so ab 10 Jahre haben wir das Gefühl, es geht manchmal so haarscharf am Inhalt vorbei. Und dann ist das schwierig, weil Kinder möchten, dass das genau zusammenpasst. Ja? Und hier ist es so, der Titel ist hier Boy from Mars, Untertitel Auf der Jagd nach der Wahrheit, ist bei DTV erschienen von einem deutschen Autor, Christian Linker, der hat schon so einiges abgeliefert und auch das wieder eine sehr spannende Geschichte. So, die Hauptperson in diesem Buch ist Jonto, der ist 13 Jahre alt, das ist The Boy from Mars. Er lebt mit seinem Großvater Ben auf dem Mars. Der Mars wurde in zwei, also es ist ein futuristisches Buch, der Mars wurde in zwei großen Wellen, der Mars wurde in zwei großen Wellen besiedelt. Da sind aber nur die Reichen und Schönen und Einflussreichen mitgekommen und eben auch Ben mit seinem Enkel. Der Großvater stirbt. Jonto ist 13 Jahre alt, er kann zwar bei einem Freund unterschlüpfen, aber er findet eines Tages auf seinem Tisch die Papiere, dass er zurück müsse auf die Erde oder überhaupt, dass er auf die Erde müsse. Also jeder, den man loswerden will, schickt man eben auf die Erde. Und es kommt erschwerend hinzu, seine Mutter lebt noch dort. Also hat er eigentlich keine Option mehr offen. Und er findet sich auf einem Raumschiff wieder, in einem Raumschiff, 4 Wochen Flug auf die Erde. Dort gibt es noch andere, die zurück müssen oder auf die Erde müssen erstmals. Sie haben Unterricht in so Sachen wie Schwerkraft. Sie sind ja schlecht vorbereitet auf das Leben auf der Erde. Deutsch sprechen ist für ihn zum Beispiel auch so eine Sache. Er spricht ein antiquiertes Deutsch, was also die Siedler, sag ich mal, mitgebracht haben. Und so wird auf der Erde längst nicht mehr geredet, etc., etc. Aber als er dort ankommt, seine Mutter holt ihn ab, diese Frau, die er eigentlich gar nicht kennt. Also Sie müssen sich vorstellen, die haben so 2-mal im Jahr telekommunikativ Kontakt miteinander, das ist als geht es hier mit einem blau schimmernden Rand, jetzt hier meine Küche, ja, und sie sehen mich hier stehen, als seien sie bei mir, hier mitten im Nimmerland, also die haben 2-mal im Jahr, der Großvater hat immer gepusht und gesagt, sprich mal mit deiner Mutter, haben die Kontakt gehabt, aber eigentlich kennen die sich nicht. Jonto ist ein bisschen suspicious, er fragt sich, wieso hat die Frau sich nicht für mich entschieden, sondern für die Erde damals, also das kann man nachvollziehen. Ja, und jetzt holen ihn die Sachen ein. Auf der Erde riecht es, ja, um es mal zu sagen. Auf dem Mars haben sie, entweder tragen sie einen Raumanzug oder sie haben klimatisierte Luft, da duftet gar nichts. Also auf der Erde riecht es, sie haben helles Licht, grelles auf der Erde. Auf dem Mars gibt es immer das gleiche orangefarbene Licht, das sanfte. Das Essen schmeckt anders, die Leute reden anders, etc., etc. Es sieht auch gar nicht aus wie auf den Postern, keine grünen Almwiesen. Also wir sind ganz im Frühjahr, also ne, es ist braun und matschig. Und wie gesagt, er muss mit dieser Frau auskommen, er muss in dieser kleinen Wohnung mit ihr leben. Er hat noch ein bisschen Ferien, bevor die Schule dort losgeht und es gruselt ihn ein bisschen. Also es ist schon eine Menge Holz, was er da verkraften soll. Er läuft nach draußen, er kämpft sich, dass er mal Freigang hat. Die Mutter ist sehr in Umweltschutz etc. unterwegs und er trifft auch 4 Kids, mit denen er sich eigentlich gerade nicht anfreunden soll. Outlaws, die leben in einer aufgelassenen Lagerhalle, die tauchen. Also Sie müssen sich vorstellen, Bremen, andere Städte sind versunken, Buxtehude auch. Buxtehude auch. Das ist nicht ganz wichtig. Spielt in Buxtehude. Buxtehude. Also die Landschaft hat sich verändert, die deutschen Städte sind anders zusammengefasst, als wir uns das vorstellen jetzt. Und also vor seiner Küste hat es eine versunkene Stadt und dort tauchen diese Kids nach alten Häusern, nach alten Solarpanels, die sie abbauen und dann auf dem Schwarzmarkt verhökern. Davon leben sie. Und was jetzt passieren wird, ist natürlich, man ahnt das schon, er freundet sich genau mit denen an, er sucht den Kontakt, denn, und dann kommt der Knackpunkt an der Sache, der Ben hat entwickelt einen Future Boost. Und der Future Boost, also sein Großvater damals, da hat er die ganze Zeit drüber geredet. Jonto fragt mal seine Mutter, die Tochter dieses Mannes, und sie sagt, ach, dein Großvater, der hat immer rumgesponnen, das war Kinderkram. Der Future Boost, hat Ben immer gesagt, der wird die Energieprobleme der Erde mit einem Schlag lösen. Und was jetzt passiert ist, sie haben diese Kinder, die suchen nach dem Future Boost, der soll vielleicht noch in der Garage des versunkenen Hauses stecken.
Es gibt eine Verbrecherbande, Blutfinger ist der Anführer, die schlachten Tiere, man isst gar kein Fleisch mehr, die schlachten aber Tiere noch und verhökern das Fleisch auch auf dem Schwarzmarkt. Das sind richtige Verbrecher, mit denen geraten sie aneinander und die werden aber natürlich eigentlich angeführt von Roxana, die ist so James Bond-mäßig ein Top-Girl. Die hat mal als ganz junge Frau beim Großvater gearbeitet und die hat ihn immer reden hören über diesen Future Boost. Und was Sie hier zu lesen bekommen, das ist hochspannend geschrieben, super geschrieben, diese Verfolgungsjagd nach diesem Gerät. Ich werde jetzt nicht verraten, was passiert zum Schluss, das müssen Sie selber lesen. Ich muss noch dazu sagen, eine Sache nur, es ist nicht diese Nummer, wir verschieben jetzt schon mal, also es hat Klimakriege gegeben und so, wir verschieben diese Problematik an die Kinder, so nach dem Motto, wenn ihr eure Joghurtbecher schön trennt, dann geht die Welt doch nicht unter, sondern es ist einfach nur, er hat die Cutting-Edge-Technologie genommen, der Autor, und hat die weitergeführt. In die Zukunft, das hat er ganz toll erzählt, ganz spannend. Und die älteste Vergangenheit ist eigentlich die Jetztzeit. Also das ist wirklich klasse gemacht. Und ich kann es nur empfehlen für alle Kinder, die gerne spannende Dinge lesen, ab 10 Jahren.